Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem circa 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Juni 2023 für den Aszendenten Widder anhand des vedischen Monatshoroskops. Ehe wir loslegen, zwei wichtige Hinweise in eigener Sache. Erstens, die Deutung erfolgt anhand Ihres Aszendenten, ja, nicht anhand Ihres Sonnenzeichens oder Sternzeichens Widder, ja, sprich Aszendent Widder. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ist unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, wie Sie sich gratis Ihr vedisches Horoskop erstellen lassen können und das Zeichen, das im ersten Haus ist, ja, das ist ja der Aszendent, zeigt eben dann den Aszendenten an, der diesem Video zugrunde liegt. Dabei seid auch darauf hingewiesen, dass zwar die Planeten in Ihrem eigenen Geburtshoroskop auch wichtig wären, die kenne ich aber natürlich nicht, da ich ja nicht Ihre Geburtsangaben hier habe. Trotzdem kann man anhand dieser Technik, die ich jetzt hier schon mache, auch anhand nur des Aszendenten schon interessante Trends aufzeigen. Allerdings für exaktere Prognosen wäre ein Horoskop mit Ihren genauen Geburtsangaben dann viel besser. Und sowas macht ja meine Frau Brunhilde. Deswegen zweitens, ja, hier große Sache, muss ich gleich mal einblenden. Ich sagte ja, ich bin Lehrer für vedische Astrologie, habe eine Online-Schule und diese wird jetzt im Juni 8 Jahre alt. Und da habe ich das letzte Jahr schon das erste Mal eine große Jubiläumsaktion gemacht mit vergünstigten Einstiegstarifen, vielen Gratis-Zusatzpaketen, also ein sehr lukratives Startpaket. Und das möchte ich wieder 10 neuen Schülern anbieten. Das heißt, die ersten 10, die diese Chance nutzen möchten, können davon profitieren. Und zwar in der Zeit bis zum 30.06.2023, wenn Sie in dieser Zeit starten. Dazu auch in der Videobeschreibung der Link, wie Sie darüber mehr Informationen finden. Ja, ansonsten, wenn Sie ein vedisches Horoskop haben möchten, natürlich wie immer meine Ehefrau Brunhilde, auch dazu der Link unterhalb in der Videobeschreibung. Gut, dann geht's auch schon los. Und zwar haben wir hier gleich mal für Sie als Aszendentin Widder Ihren Chart, dann wichtige astrologische Daten. Und hier sehen wir den Stand der Planeten am 1.6. Und ich beginne immer mit der Deutung anhand der langsam laufenden Planeten. Das sind die Planeten Saturn, Jupiter und die karmische Achse. Denn diese Planeten legen erstmal langfristig ihre Schicksalsstraße fest und die anderen Planeten, die ich hier nicht aufgezählt habe, die schneller laufenden Planeten, die sind dann mehr für die Alltagsereignisse, sind natürlich auch wichtig. Nun, wir beginnen mit dem langsamsten Planeten, das ist Saturn. Der ist jetzt seit ein paar Wochen in den Fischen. Darin haben Sie Ihr 12. Haus. Darin wird er ja sein jetzt bis Frühjahr 2026. Und deswegen die Dinge, die ich für die langsam laufenden Planeten sage, wirken jetzt nicht per se nur im Monat Juni, sondern beschreiben den längerfristigen Trend, um den es geht, wie Ihr Schicksal gestaltet wird. Und es ist ja nicht eine Sache von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und dieses Saturn im 12. Haus möchte Sie lehren, das Thema des Loslassens. Ja? Das heißt, er fördert, dass Sie überprüfen oder vielleicht auch nicht ganz freiwillig genötigt werden, bestimmte Dinge loslassen zu müssen. Ja? Dinge, die Sie vielleicht nicht mehr brauchen, die Sie auch vielleicht nicht mehr tragen können. Dinge, die Ihnen zu viel werden. Sie haben
das Bedürfnis, sich von Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen, vielleicht auch Schulden, ja, loszusagen. Das Ganze kann mehr auf einer freiwilligen Basis geschehen, was aber weniger Saturn-typisch ist, sondern eher vielleicht aufgrund der Umstände, der Entwicklung, der Zeit, ja, der Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, so sein, dass sie das Ganze weniger freiwillig tun. Aber Saturn ist ja ein Lehrer, der letztlich kein böser Planet ist, der sie auch nur darin unterrichten möchte, zu einem höheren Verständnis zu kommen, mehr zu ihrem Wesen zu finden. Und so geht es eben darum, letztlich müssen wir ja sowieso irgendwann alles loslassen, ja? Und das ist dann auch insofern berechtigt, dass man das zu Lebzeiten auch schon lernen kann, falls man immer noch anhaftet an die äußeren Dinge. Insofern mit Saturn in Haus 12, ja, wird schon mehr Gegenwind präsentiert. Und wenn wir jetzt weitergehen, ja, und sehen, dass dieser Saturn mit seinem Dreihausaspekt hier auf den Jupiter einwirkt, der hier im Zeichen Stier steht, dem zweiten Haus. Und Jupiter ist ja der zweite große Schicksalsplanet, der erst im Laufe des Monats Mai hier reingewechselt ist, wo er jetzt ein Jahr sein wird. Dann sehen wir schon, womit das Ganze auch, was ich jetzt über Saturn sagte, in Verbindung steht, nämlich mit dem Thema Finanzen, äußere Sicherheit, ja. Wir haben da drin eh eine interessante Betonung im Stier, weil sie haben neben Jupiter auch noch Rahu und den Merkur darin. Und so ist das Zeichen Stier oder auch damit das zweite Haus, wo es ums Geld geht, ein besonderer Fokus innerhalb des Monats Juni. Ganz besonders betonen möchte ich die Bedeutung des zweiten Hauses, wo es ums Thema Geld geht. Also sprich, woher kriegen Sie Ihr Geld, was Sie brauchen? Wie, für welche Verantwortlichkeiten stehen Sie gerade? Sprich, welche Verpflichtungen haben Sie übernommen? Ja? Weil auch das ist das zweite Haus. Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Meinetwegen, wir haben zugesagt, dass wir einen Elternteil pflegen. Dann ist es eine Verantwortung, die Sie übernommen haben. Sie haben zugesagt, für diese Firma zu arbeiten. Dann ist es eine Verantwortung, die Sie zugesagt haben. Und dies hat ja alles damit zu tun, dass wir unser äußeres Leben aufbauen, damit wir uns darin sicher fühlen, damit wir das notwendige Geld haben. Und hierin ist ja jetzt auch der Jupiter, so ist es nicht nur ein Brennpunkt, ja, vom Thema her, nämlich mal ihre materielle Sicherheit aus einer höheren Sichtweise besser verstehen zu können. Jupiter kann durchaus da drin Ihnen helfen, dass es mit den Finanzen dann doch einigermaßen so durchgeht, aber wie ich mit Saturn sagte, Saturn steht halt für Verluste. Jupiter regiert das zwölfte Haus und Saturn, was auch für Verluste steht, steht hier im zweiten Haus, im Haus des Geldes. Also was die Ausgaben zehren auch ziemlich viel von dem auf, was sie haben oder was reingeht. Und das bringt sie mit ihrer materiellen Stabilität einfach an einen schwierigen Punkt, wo sie merken, sie müssen sich mehr Gedanken machen, wie das eben weitergehen soll. In diesem Bereich der finanziellen Thematik, ihrer finanziellen Absicherung, ist besonders die Zeit zwischen dem ersten und dem, ja, sagen wir mal, und dem 11. Juni eine besonders bedeutungsvolle Zeit. Denn in dieser Zeit könnte sich etwas bezüglich ihrer materiellen Stabilität, ihrer Art und Weise, wie sie sich materiell absichern in dieser Welt, sei es durch ihre beruflichen Möglichkeiten, durch andere Einnahmequellen
oder wie sie Geld kriegen für andere Verantwortlichkeiten, die sie übernommen haben, um was sie sich kümmern müssen, könnte insbesondere in dieser Zeit sich eine Veränderung anbahnen. Nun mit Jupiter ist es auch gut, dass sie mehr darauf achten, inwieweit sie die Art und Weise, wie sie ihr notwendiges Geld bekommen, auf eine ethische Art und Weise bekommen, beziehungsweise wie das in Übereinstimmung mit ihrem, ja, sag ich mal, moralischen Kompass oder mit ihren höheren Werten des Lebens ist. Denn wenn der Druck in der Gesellschaft durch finanzielle Knappheit steigt, dann werden halt auch die Firmenchefs, ja, kreativer, üben mehr Druck auf die Leute aus, verlangen vielleicht Dinge, die nicht mehr ganz okay, noch weniger okay sind, müsste man mittlerweile sagen. Und da muss man halt auch seine Grenzen überprüfen, wo man halt sagen muss. Insofern eine sehr interessante Konstellation. Ich möchte außerordentlich betonen, dass für Widder-Aszendenten materielle Themen, ja, Finanzthemen, Geldthemen ganz stark im Fokus eben stehen. Übrigens, wir sehen, dass der Herrscher des zweiten Hauses, das ist die Venus, hier auch in den ersten Tagen im Zeichen Krebs steht, wo es also auch um Immobilien geht, den Inneneinrichtung, den häuslichen Bereich. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar der Rahu ist ja auch hier drin. Und der wird aber schon im Juli nach 18 Monaten, also die karmische Achse, ihre Position verwechseln. Der geht ja dann in den Widder rein. Wird ein großes Thema werden, wenn wir dann Ende Juni drüber reden. Aber wozu dient das ja mit dieser Finanzsituation, was hier alles passiert, aus einer höheren Sichtweise? Nun, das zweite Haus, wo der Jupiter drin ist, ja, der einen Fokus darstellt mit seiner Position im Stier, da geht es letztlich auch um das Thema Selbstwert. Das heißt, wie viel Anteil hat ihr Geld oder das, ihr Status, ihr Besitz an dem, wie sie ihren Selbstwert definieren? Der wahre Wert des Selbst sollte sich ja nicht primär von Status und Besitz ableiten. Und dies wird eben dadurch thematisiert, mal zu überlegen, ob eben ihr Selbst oder ihr Wert letztlich durch etwas ganz anderes primär definiert wird. Ja, können wir hier nicht alles so ausführen. Das wären Themen, wo man tiefer für sich Selbsterforschung betreiben muss. Aber ich kann die Themen bewusst machen und dazu dienen ja auch diese Videos. Jetzt gehen wir weiter, denn die Sache hier ist, dass der Vollmond am 4.6. im Schützen ist, ja. Und Vollmond im Schützen hier, das ist eine recht gute Position. Das zeigt an, dass um den 4.6. herum ein Ereignis möglich ist, wo sich etwas günstig fügt oder irgendetwas Wichtiges, Wünschenswertes mit den Eltern ist oder vielleicht sich etwas Wünschenswertes mit einem Lehrer ereignet oder mit einem Guru oder mit einer höheren Erkenntnis ihnen etwas klar wird, ja, dass plötzlich Dinge in einem größeren Zusammenhang klarer verstanden werden, ja, dass sie sich und der Wahrheit hier um den 4.6. durch die Unterstützung des Vollmonds im mächtigsten Dharma-Haus eben mächtig weiterkommen. Dann kommt die Venus, über die ich schon gesprochen habe, die geht dann nach den ersten Juli-Tagen, wechselt die rüber ins fünfte Haus, hier ins Zeichen Löwe, ins Haus der Kinder. Das fünfte Haus steht ja für die Kinder. Da haben wir jetzt Mars den ganzen Monat im Löwen und Juni ist dann, und die Venus ist dann auch den ganzen Monat im Löwen. Und wir dürfen nicht vergessen, Mars sind ja sie auch in Person, weil Mars regiert ja den Widder. Das bedeutet, mit ihrem Interesse verbringen sie vielleicht auch mehr Zeit mit ihren Kindern, haben vielleicht auch eine
gute Zeit mit ihren Kindern, vielleicht machen sie auch mit denen miteinander Urlaub oder andere Freizeitaktivitäten. Das fünfte Haus steht eben aber nicht nur für Kinder, ja, denn nicht jeder hat ja Kinder. Das fünfte Haus steht beispielsweise auch für ihre Talente oder ihre Neigungen, ja, ihre Kreativität. Und vielleicht wollen sie sich auch mit diesen Themen mehr hingeben und beschäftigen, um eben herauszufinden, ja, wie sie ihre Persönlichkeit noch mehr zum Durchbruch verhelfen können, ja. Nun haben wir des Weiteren dann einen Wechsel von dem Merkur, der geht dann rüber am 12. Juni in den Zwilling, ins dritte Haus. Nun ja, hier im Zwilling, auch mit der Sonne darin, macht sie sehr, sagen wir mal, erfinderisch, ja, sehr, könnten sagen, also im dritten Haus, sehr fähig darin, Lösungen zu suchen, sich sehr gut informieren zu können. Und dies tun sie eben wahrscheinlich aufgrund der Sache mit der Finanzsituation, weil der Merkur kommt ja eben aus diesem Geldhaus. Das dritte Haus, worin die Sonne und der Merkur ist aber auch ein Haus der, ja, Veränderungen oder ein Haus der Hindernisse. Und das zeigt eben schon an, dadurch, dass man das Gefühl hat, dass der Weg holpriger ist, muss man eben suchen, informieren, überlegen, was man jetzt oder wie man generell weitermachen möchte. Dann kommen wir zum Neumond schon. Der ist ja am 18. Juni im Zeichen Zwilling auch. Direkt gegenüber Vollmond, ist ja klar. Und hier haben wir mit dem Neumond im Zeichen Zwillinge etwas, wo Ihnen, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht gespiegelt wird, ja, was vielleicht bezüglich der Informationen weniger gebraucht werden kann. Ja? Neumond ist ja eine Sache, die uns etwas auf eine andere Weise bewusst machen möchte, wo etwas fehlt, wo wir merken, ah, das brauchen wir noch, das funktioniert nicht so. Und das dritte Haus hat mit den Informationen zu tun. Und oft kann man eben auch dadurch lernen, wenn man merkt, ah ja, das fehlt mir eigentlich noch. Und so eine Art von Qualität hat eben dann dieser Neumond in Haus 3. Oder Sie müssen sich von irgendeiner Vorstellung hier verabschieden, wie etwas funktionieren könnte. Ja, auch das kann eben hier dieser Neumond anzeigen und dadurch kommen Sie auch weiter auf Ihrem Weg. Nun, Merkur, der hier ja auch drin ist, wird am 26. Juni dann rausgehen, und zwar geht der ab dem 28. genauer gesagt dann in das Zeichen Krebs, aber da haben wir ja dann schon unser nächste Monatshoroskopdeutung. Dann wird die Sonne eben auch schon ab dem 22. Juni auch in Krebs sein. Das ist dann schon wieder mehr Richtung Juli für das nächste Video Ende Juni. Ich möchte darauf hinweisen, dass ja ab 22. Juni die Tage schon wieder kürzer werden, weil dann die Sonne in den Krebs geht. Und Sie sollten insbesondere um den 22. Juni herum kein Projekt von großer Bedeutung starten, denn da findet ein Wechsel statt, ein großer Wechsel, ja. 6 Monate steigt die Sonne und dann 6 Monate sinkt sie wieder in der Höhe, werden die Tage wieder kürzer. Und an diesem Wechseltag sollte man eben keine Projekte von großer Bedeutung starten. Okay, das wäre es dann schon gewesen für Sie, Aszendent Widder, Monat Juni 2023. Nur hier nochmal kurz der Hinweis auf das
Jubiläumsangebot bis 30.06.2023. Hier, wie gesagt, unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung der Link dazu. Und genauso, wenn Sie sich für ein vedisches Horoskop interessieren, das erstellt meine Ehefrau Brunhilde. Auch dazu finden Sie den Link in der Videobeschreibung neben anderen interessanten Hinweisen und Links. Ja, dann sehen wir uns wieder im Juni, in der zweiten Junihälfte, wenn es um das schwedische Monatshoroskop für Juli geht. Vielen Dank!